Chemnitz hält sich genau 7 Minuten bei der Vorrede auf. Dann klingelt es erstmals im Babelsberger Tor. Nach schnellem Abschlag durch Torhüter Jakubow Chemnitz mit einem Plan. Kirchicek setzt Stacke in Szene, der punktgenau in die Strafraummitte spielt. Brückmann ist zur Stelle. Babelsbergs Klatte kommt nicht hinterher. Der CFC führt 1:0. Das war zu schnell für die Potsdamer, die auch oben in der Tabelle mitmischen. Chemnitz bleibt hellwach und wird belohnt. Stacke spitzelt dem Babelsberger Glado den Ball weg und trifft zum 2:0. Der 4. Saisontreffer des 25-Jährigen, der aus Fürstenwalde gekommen war. Stacke klaut den Ball und Klatte im Tor der Potsdamer kann in der 26. Minute das Chemnitzer 2:0 nicht verhindern. Babelsberg mit einigen Chancen und ab der 45. Minute mit einem Hoffnungsschub, denn Berger muss nach Gelb-Rot vom Platz. Chemnitz dezimiert. Babelsberg aber nur wenige Minuten in Überzahl. Rausch geht unnötig in den Gegenspieler und verlässt ebenfalls mit Gelb-Rot den Platz. So bringen 10 gegen 10 das Spiel ohne weitere Höhepunkte zu Ende. Chemnitz gewinnt in Babelsberg mit 2:0 und klettert auf Tabellenrang 6.